wir haben jetzt dieses Jahr eine Mannschaft, die in der Lage ist, solche Spiele zu gewinnen. Spandau gewinnt das zweite der drei Aufeinandertreffen in dieser Saison. Dass wir natürlich auch einfach zeigen wollen, dass man Spandau schlagen kann. Maurice Jüngling holt aus und er macht ihn rein. Lange wartet Waspo Hannover schon auf einen Sieg gegen den ewigen Liga-Primus Wasserfreunde Spandau 04. Auch in diesem Jahr soll der Wasserballkönig aus der Hauptstadt gestürzt werden. Ja, es ist der DWL-Hauptgang auf der Speisekarte und ein Leckerbissen für Liebhaber von Feinkostwasserball. Eine extra Portion Qualität mit einer ordentlichen Prise Rivalität. Da sind Emotionen mit dabei. Generell ist da immer viel Würze in diesen Spielen. Das kann jeder gewinnen. Weil wir halt auch auf Augenhöhe sind und dann kommt das automatisch. Pfeffer, Salz, Chili und ein ordentlicher Batzen Spannung knallt der Chef de la Cuisine ins Becken. Von Beginn an ein enges Match. Dem ersten Spandau-Treffer durch Maurice Jüngling folgt die Antwort durch den niederländischen Neuzugang Jorn Winkelhorst. 1:1, ein offener Schlagabtausch der beiden Top-Teams. Treffen die Wasserfreunde, hier das 2:1 durch Matteo Tschuk, gleich der niedersächsische Gast aus. Erik Bukowski mit dem 2:2 für seine Jungs. Doch kurz vor Ende des ersten Viertel, kann der Rekordmeister mal mit zwei Zählern in Front gehen. Zunächst Tobias Preuß, der seine Wurzeln in Hannover hat, ganz trocken zum 4:3. Und dann hier die schöne Kombination Dedovic, Tschuk und Hembe 5:3. Doch versprochen, das Duell der beiden Champions League-Teilnehmer wird eine ganz, ganz enge Kiste. Und ja, richtig gehört, Waspo seit kurzem für die Königsklasse qualifiziert. Es ist auf jeden Fall ein schönes Zeichen international, dass jetzt zwei deutsche Teams oben unter den letzten 12 sind. Das ist das richtige Zeichen, dass deutscher Wasserball noch lebt. Na, super wichtig. Auch entgegen vieler Stimmen, die sagen, wir haben einen zu hohen Ausländeranteil. Wir haben ein sehr hohes Niveau heute auch gesehen. Beides richtig. Vor allem die Montenegriner prägen das Hannoveraner Wasserballspiel. Schon länger dabei Alexander Radovic. Hier mit dem 4:5 Waspo-Anschlusstreffer. Und schaut man genau hin, fällt auf, der Olympia-Vierte ist beim Anspiel im 2-Meter-Raum der Wasserfreunde, die natürlich stinksauer, der Treffer aus ihrer Sicht irregulär. Doch das hilft nichts, der neu gekommene Landsmann Luka Seculic gleicht mit dem Viertelpausenpfiff zum 5:5 aus. Da liegt also ein Sturm über den Berliner Gefilden und der hat, wie soll es anders sein, den Ursprung in Montenegro. Darko Bruguljan, der Topstar, leitet das Gewitter für seinen neuen Arbeitgeber ein und bringt sein Team erstmals in Führung. 6:5 jetzt aus Gästesicht. Die Mannen von der Leine dann im Aufwind. Wieder Bruguljan, diesmal zum 8:6 für seine Wassersportfreunde, die zwischenzeitlich sogar mit 3 Toren führen bis kurz vor der Halbzeit. Da gelingt den Spandauern wenigstens noch der 8:10 Anschlusstreffer durch den neu gekommenen Serben Nikola Dedovic. Nach dem Pausentee dann sogar das. Die Kovacevic-Jungs erkämpfen sich den Ausgleich. Dem 9:10 von Marin Restovic folgt das 10:10 durch Kapitän Stamm. Dieser muss aber wenig später beim Stand von 10:11 raus, genauso wie sein Teamkollege Mehdi Mazuki. Beide mit dem dritten Fehler, viele Diskussionen und die Spreewasserballer in doppelter Unterzahl haben aber Angriffsrecht. Dedovic drin, was für Emotionen, die aber nicht genutzt werden können. Wir haben auf jeden Fall nicht konzentriert das gespielt, was wir eigentlich hätten spielen sollen. Wir hatten mehrere Chancen in Führung zu gehen, haben die nicht ausgenutzt. Und Hannover besteht jetzt auch aus so einem guten Team, dass die das sofort ausnutzen. Man ahnt es, Hannover-Glückseligkeit liegt in der Luft. Die Berliner scheitern einige Male am starken Roger Kong, sowie beide Goalies heute phasenweise mit starken Performance. Und die Seehafer-Jungs legen noch was drauf, nämlich Balkan-Power. Erst Radovic durch einen 5-Meter und dann Bukowski, montenegrinisch von Seculic in Szene gesetzt, mit dem 13:11 Siegtreffer für den Vorjahresdritten. Seehafer durchbricht den Spandau-Damm. Wir haben ein paar Chancen nicht eingemacht, die man einmachen muss. Und ich denke, das waren heute sehr viele Schiedsrichter in der Halle, die auch die Schiedsrichterleistung analysieren werden. Und da muss man sich mal angucken, was bei 5:3 Spielstand passiert ist.
Aber ich glaube, das war das Unwichtigste der Saison. Es kommen noch welche gegen was, wo die wichtiger sind. Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir es endlich geschafft. Waren ja viele knappe Spiele. Heute haben wir auch gesehen, wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Also es wird und bleibt spannend. Wir haben jetzt leider, glaube ich, das erste Spiel in der Bundesliga seit weiß ich wie vielen Jahren verloren. Ist schade, dass es so gewesen ist, aber es musste irgendwann mal so kommen. Und Hannover hat sich so viel Mühe gegeben, hat das Portemonnaie so weit aufgemacht, um endlich spannender schlagen zu können. Und jetzt hat es endlich Früchte getragen, würde ich sagen. Allerdings kann ich sicher mit Sicherheit sagen, Meister werden sie nicht. Das ist ein Wort, auf dem aus Berliner Sicht hoffentlich Taten folgen. Wir freuen uns jedenfalls auf hochklassigen Wasserball. Das nächste Mal auf hauptstadtsport.tv. Dann erst wieder kurz vor Weihnachten in der Champions League gegen OSC Budapest.